Hallo und herzlich willkommen. Das ist mal ein bisschen spannender. Ja, zu sterben mit Mikey zusammen und mit mit sterben mit Mikey zusammen mit Aiki. Palim palim. Und heute werde ich meinen teuflischen Plan umsetzen und Klüf ein für alle Mal in sein Verderben bomben. Ich bin ja bis jetzt der erfolgloseste Worm-Spieler bei uns. Okay, irgendwelche Kartenwünsche? In dieser Serie. Ach, mach du mal. Die Karte kann meine Dummheit nicht. Okay. So. Ah, die Karte ist doch schnieke. Ja. Jetzt geh ich nur noch mal schnell Pipi in den Start. Oder? Ja. Das Spiel lädt übrigens. Ja. Warum ging's jetzt los? Ich hab doch gar nicht weitergeklickt. Ich hab keine Ahnung. Na gut, dann soll's kurz machen. Aber du bist dran. Kann ich dich irgendwie bewegen? Nee, leider nicht. Die Waffenauswahl gefällt mir irgendwie überhaupt gar nicht. Ja, die ist ein bisschen arg knapp bemessen. Oh, wie ich dich gerade hasse. Was denn? Ach, die kurze Einsatzzeit. Echt schon 30 Sekunden? Ja. Aber das ist hart. Diese kurze Rundenzeit, ne? Mhm. Ja, die macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Die macht das Ganze ein bisschen scheiße. Aua. Du miese Ratte. Naja, ah, schnell in Deckung gehen, dass man dich nicht wegschlagen kann. Erstmal teleporten. Was zur Hölle? Hallo, Kollegen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich schon. Oh Gott. Okay, nice. Ich hasse dich gerade. Das waren jetzt gerade zwei Würmer mit einem Schlag. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich gerade hasse. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier alles ist. Was denn? Der Mist hier. Was ist denn das? Das ist so ein Geschütz? Drück mal Enter, Leertaste oder so. Ah, okay. Das ist geil. Das steht jetzt einfach und keine Ahnung macht was auch immer. Ah, ich bin der hier. Nice, hallo. Miese kleine Ratte. Gut.
Wie schön, dass die kurze Zeit, ich bin Katrin, okay. Katrin. Du willst doch wohl nicht. Was ist jetzt passiert? Big V bin ich. Yes, sir. You'll regret that. You traitor. Haha. Ich habe ein Ziel. Schön. Was zur Hölle? Nein, spring! Ja, genau. Okay. Ich will nicht mehr mit dir spielen. Na guck mal, da ist doch was Schönes jetzt für dich. Zwei sogar. Ja, danke. Bitte spring mal voll in die Heilkiste rein. Okay, lol. Ey, du hast ein bisschen Gegenwind, du kannst mit der Bazooka hochschießen. Ja, danke, dass du mich auf diese tolle Idee bringst. Aber ich versuch's. Danke für den Tipp. Du hättest ein bisschen arg flach schießen müssen für den Schuss. Ja, ja. Weil da hätte ich auch ein bisschen arg an die Kante gehen müssen und das hast du dir wohl so gewünscht. Ja. Ich bin ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Arschloch. Schönes Treppchen hast du gebaut. Was zur Hölle? Guck mal, das sieht aus, als wenn da ein zweiköpfiger Wurm ist mit 9999 Leben. Chesain! Was zur Hölle? Ja, geil. Geil! Oh, schade. Na toll. Das hat's ja gebracht. Never. Siehst du? Toll. Oh, toll. Geil. Also das Seil ist richtig für den Arsch, ey. Nee, eigentlich ist es für Felsvorsprünge. Oder 50 Shades of Grey Dinge. Mhm. Schön mit so einem Enterhaken. Ja. Mit so einem Fleischerhaken in die Augenhöhle. Dann an der Decke aufgehangen. Ja. Andere Richtung! Tschüss! Andere Richtung! Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss, ne? Tschüss.
Tschüss. Scheiße. Das war richtig so, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Das war wohl nix. Ja, also. Ja, gut. Du weißt schon, dass du nach. Okay. Oh oh. Nein. Oh. Da war ein winzig kleines Loch. Das war zu meinen Gunsten. Und die Waffenkiste da unten kriegst du noch. Ja, leck mich. Nee, nee. Ich dich gerade hasse, ne? Okay, also. Ich brauche den ultimativen Plan. Wie an dieser Kante hängen geblieben ist. So. Du Ideenklauer. Na. Ja, was hast du da vor? Kollege? Kollege? Ja, jetzt muss ich dich da irgendwie wegkriegen, ne? Aber erstmal muss ich mir die Kiste holen. Das wird knapp. Das wird knapp. Geil. Also, was mache ich jetzt mit dir, du kleine miese Ratte? Ah. Hä, was so? Was soll ich denn mit dem? Nein, 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 nein. Was suchst du da? Wie kann man denn dieses UFO überhaupt rufen? Ja, ich habe das auch noch nicht verstanden. Ah, so, okay. Offenbar. Was macht das jetzt? Ah! Okay, wenn ich jetzt gewusst hätte, was ich damit tun kann, okay. Dann lass uns doch jetzt mal darüber reden, inwiefern das deine Situation jetzt verbessert hat. Arschloch. Bam! Tschüss! Ja, das ist jetzt eine ziemlich lustige Lage. Gesundheit. Nein, oh doch. Du bist ein Lacker, Alter. Nein, ich bin Profi. Warte mal, probieren wir doch mal was aus. Was ist das für ein Ding? Du Drecksack. Na gut, das hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht. Come on in. Also, gehe ich jetzt hin oder nicht? Bam! Bam! Tschüss. Ja, das sind ziemlich lustige Situationen ohne Waffen, so wirklich. Jetzt. Oh, Knack. Ah, genau. Geh aus dem Wasser raus. Oh. Mama, hat er gesagt. Ich find's immer noch scheiße, dass das nicht so weit geht. Tu mir mit deinen verkackten Trägern, ne? Ja, geil. Geil. Na, ja, das war ja auch genau erwartet geworfen, Junge. Ist klar. Gut gemacht.
Ist richtig gut gemacht. Aber was mache ich denn jetzt, ey? Wenn wir doch nur Waffen hätten. Ist irgendwie ein bisschen arg rotzig gerade, dass man so gut wie nichts an Waffen hat zur Auswahl. Oh, okay. So, hi Jungs. Früher hat man sich selbst verletzt, wenn man nicht weit genug wegstand. Ja, scheiße. Ja, ist klar. Es tut mir leid. Aber du? Nein. Oh, du kleine Ratte. Du kleine Ratte. Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Ja, ja, geil. Scheiße. Ein Wurm gegen zwei. Let's go. Niemals. Fire. Ah, der war gar nicht so weit. Du immer mit deiner Scheiße da. Was zur Hölle soll ich denn mit dem ganzen Schrott? Ihr könnt einfach warten, bis du unten absauf. Halt dein Maul, das trifft niemals. Never. Niemals, Alter. Aber... Das war ein Knorkelschuss, Alter. Alter! Du Arschloch. Na, was willst du jetzt tun, du kleine Made? Siehst du gleich. Du willst gar nicht wissen, was da drin war. Wahrscheinlich irgendwie ein Airstrike oder so. Nee. Eine heilige Granate. Nee. Dann weiß ich es nicht. Eine Pistole. Eine Pengdole. Eine Wasserpengdole. Du feiger Hund. Du feiger Sauhund. Nicht mit mir. Okay. Schön. Was du kannst, kann ich schon lang. Aber nicht so gut. Niemals. Nein. Schwemm runter, du Sau. Nein. Schwemm nein, runter. Nein. Schwemm runter. Oh. Schwemm runter. Hast du ein Schwein gehabt? Halt dein Maul, du Penner. Du Arsch, du Blöder. Du Arsch. Nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Ja, und da oben ist jetzt auch schön. Schön. Ach, ich hab ja da oben den einen noch. Den hab ich ja schon völlig vergessen. Als ob. Ein Jetpack, Oh, oh, oh. Das finde ich schön. Ich jetzt nicht so. Ich glaube, du hast keinen Teleporter mehr. Ja. Hab ich recht? Ja. Was zur Hölle? Wenn du jetzt so weiter an den Rand gehst wie möglich und dann gerade hochschießt. Okay. Boah, der hätte zurückkommen können. Oh, scheiße! Schau mal da oben noch die Dings. Guck mal, was da Schönes drin ist. Oh, noch ein Teleporter. Du nervst mich ja schon ein bisschen damit, wenn ich ehrlich bin. Mit was? Mit deinen Teleportern und so. Und deinem geilen. Deinem geilen Zeug in der Kiste. Hast du noch einen Airstrike? Oh. Schön. Oh! Oh!
Guck mal, was ist da Schönes drin? Nochmal ein Teleporter, schön! Also langsam gehst du mir auf den Sack. Ah, du hast noch eine, Penner. Ja, genau. So, also, ja. So, also, ja. Do something. Holy shit. Das ist immer noch ein Luftangriff, der Penner. Nein. Okay. Aber irgendwas muss ich ja machen. Hoffentlich kriegst du einen Luftdruckbohrer oder so. Ein Jetpack. Oh Mann, was ist das für ein Dreck? Ist blöd gerade. Außerdem müsste doch die Zeit schon längst abgelaufen sein von 15 Minuten. Du bist blöd gerade. Leck mich. Als ob die trifft. Ja, genau! Der Krebs hat sogar extra einen Kopf eingezogen. Ja. Oh. Der Wind ist auf meiner Seite. Ich habe sowieso gehofft, dass du einfach über den Rand hinweg fliegst. Was tust du da? Oh, okay, schade. Seit wann wird der Wurm eigentlich nicht mehr mitgerissen? Du hast mich anscheinend nicht getroffen. Doch, ich stand genau vor dir. Ja, ich hab das gesehen. Ich kann das nicht treffen. Ich hab das gesehen, aber du warst halt nicht gut genug. Das ist natürlich sehr schade, Ike. Also mein tiefstes Bedauern muss ich dir doch schon mitteilen. Also wirklich tief, aber. Penner. Ja. Hol dir lieber da rechts die Kiste. Ja. Ach die? Ne. Ist eh wieder nur eine Pengdole drin. Liegt seitlich. Ach, das, was da drin ist, ist sowieso schon kaputt. Ja, das wird jetzt lustig, oder? Erstmal noch die Credits hier mitnehmen. Vielleicht ein bisschen HP. Na, das ist doch schon mal was. Wir haben auch gerade nicht wirklich viel, was man machen kann. Nur noch diese eine Kiste und das Traurige, was du da veranstaltest. Oh Mann, ey, wie soll ich da... Niemals, ey. Ja, richtig. Na, ist klar. Schon wieder Münzen? Oh, 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 oh. Alter. Nix gibt's. Hör auf! Hast du das jetzt ernsthaft gekriegt? Ja. Ja, also. Ja, gut. Super. Ja, was zur Hölle? Oha, die Muschel kaputt gemacht. Ja. Du Muschelkiller. Mupfel. Was soll das werden, Alter? Toll, ich hab geduscht. Du bist ein Penner. Nein.
Die HP brauchst du jetzt auch, weil die Runde nicht eh schon lang genug ist. Na. Na. So. Aha, schön. Das Glück ist auf meiner Seite. Ein Brenner. Also nein. Ja, ist klar. Eine alte Dame habe ich jetzt gekriegt. Die ist geil. Ich zeig dir gleich, wer hier den Knüppel in der Hand hat. Was sind drei Teufelsnamen? Lol, was war das? Ich mach Terraforming. Ja, klar. Ja, klar. Wenn ich doch nur wüsste, wofür dieser ganze Quatsch da ist. Oh Gott, ich glaube, das war mein Ende. Ja, Terraforming, nein, hast du ja gesagt. Ja, ja. Nein, du Penner! Nix gibt's. Nix gibt. Ganz ehrlich, nix. Das musst du erstmal verhindern, Alter. Nein, komm schon. Du miese Ratte! Das war sowas von nicht notwendig. So, okay. Stell dir vor, da wäre jetzt eine heilige Granate drin gewesen und so wie ich dich kenne, hätte ich mich damit selber umgebracht. Du hättest die gelandet, du Lacker. Hätte ich mich damit selber umgebracht. Nein, niemals. Ja, doch schon. So, da fällt dir nichts mehr zu ein, wa? Mhm. Willst du dich jetzt zur Waffenkiste durchbrennen? Nein. Nein. Das wäre doch viel zu einfach. Aha, ist klar. Viel zu durchschaubar. Ich wette mit dir, das funktioniert überhaupt nicht. Soll ich mal lachen? Ich hasse dich so. Oh, du Ratte. Na, was ist es? Ah, das wirst du früh genug erfahren. Oh. Nein! Okay, Glück gehabt. Hat er dich getroffen? Hä? Hat er dich getroffen? Nein. Willst du dich jetzt selber richten, oder was? Na, ich hab irgendwie... Ich lass es. Fight der Giganten. Aber die Runde würdest du gewinnen, weil ich weniger Leben habe als du. Denke ich. Was genau? Ah, okay. Wie war das? Du musst drücken, dass er dann buddelt, ne? Das verrate ich jetzt nicht. Na. Ah, du miese Ratte. Ja, ist klar. That's cold. Du Arschloch. Nein. Was sie von Krater gerissen hat, Alter. Oh je. Ich glaube, du kannst das Ding noch fast gewinnen. Ja, ich bin mir gerade noch nicht so ganz so sicher, aber ich kann mir denken, wenn ich jetzt was richtig mache,
Ich sterbe allein schon durch den Fallschaden. Hau raus. Bitte, bitte, bitte. Nee, das wird nix. Oh, oh, oh. Ah, okay. Oh, oh, oh. Das Ding machst du jetzt. Bitte verkack das. Bitte verkack das. Bitte. Genau so. Ich wollte eigentlich, dass wir beide gleichzeitig sterben, aber ist ja egal. Der Gedanke ist so süß von dir, ne? Aber... Hätte ich lieber die Bazooka benutzt. Dann hol wenigstens noch die Waffenkiste, um zu gucken, ob du was Gescheites kriegst, um mich zu töten. Hol wenigstens noch die Waffenkiste. Teleporter. Aber war ein hartes Match. Ja. Auch wenn ich dir das gerade geschenkt habe. War das aber nicht mit Absicht? Doch. Nein. Doch? Nein. Doch. Hör auf! Mach mir diesen Moment jetzt nicht kaputt! Ich hab dir den Sieg geschenkt, Mann. Nein, mach mir den jetzt nicht kaputt! Ich hätte dir mit dem Raketenwerfer in die Fresse schießen du können. Du machst mir den jetzt nicht kaputt. Wer hätte aber wissen sollen, dass die Mine durch uns beide einfach durchgerollt ist. Du machst das jetzt nicht kaputt. Also, ich habe gewonnen, verdient. Schalte doch das nächste Mal wieder ein, wenn es halt dein Maul. Schalte doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Ike und Mike. Genau, sterben mit Mike. Sterben mit Ike und Mike. Tschüss.